Warum lerne ich auch nicht? Warum lehne ich nicht Angebote einfach mal ab? Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Manchester City Karriere. Wir sind am Start mit der 9. Episode und heute geht es weiter mit den Citizens, mit dem Tabellenführer der Premier League. Letzte Episode auf jeden Fall auschecken, wenn ihr sie nicht gesehen habt, war absolut nicht erfolgreich. Wir haben gegen Chelsea unentschieden gespielt und gegen Arsenal war so richtig aufs Maul bekommen. Das darf heute natürlich gar nicht so laufen. Wir gehen heute ohne unseren Top-Torjäger wahrscheinlich erstmal weiterhin auf Tore bzw. Punktejagd. Momentan hat Eriksen ihn sogar überholt mit 14 Buden. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie kompensieren. Und dazu gehen wir in die Transferphase und ich denke mal, das wird ziemlich, ziemlich nice. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit Copax Gaming TV. Dazu zu meinen Social Media, Links Instagram und Twitter auf jeden Fall auschecken, wenn ihr auch weiter an Entscheidungen, die so nebenbei mal kommen, in diesem Karrieremodus teilnehmen wollt. Denn ich habe so ein paar Spieler schon im Kopf und ich werde das so ein bisschen mit alleine entscheiden, weil es ja im Endeffekt auch meine Karriere ist und es auch so ein bisschen darauf ankommt, was die Teams sagen, mit denen ich verhandle und ja, meine Merchandise könnt ihr auch sehr gerne abchecken, auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt, Hashtag herrlich, MGT Army und so weiter und so fort und ich würde sagen, wir simulieren mal zum ersten Spiel und das ist gegen Hull, gegen die Tigers. Es ist ein Montagabendspiel, das ist natürlich schon mal interessant, es ist gerade Montagabend, von daher, wir sind zwar ein paar Monate bzw. ein Monatchen, nee, 2 Monate sogar, hinten dran, jetzt gerade in Realität, aber das macht ja nichts. Wir werden John Stones wieder in die Innenverteidigung stellen, und zwar für Jimenez, nicht Stones, stellen, sondern Stones stellen, nicht Stones stellen, ist ja auch egal. Jimenez kann leider Gottes auch keinen Sechser spielen, es wäre schön, wenn einer von denen so ein bisschen flexibler wäre, ist aber nicht der Fall. Dementsprechend spielt David Silva im Mittelfeld. Und ich werde Sané zumindest in der Simulation ranlassen. Allerdings habe ich ja schon angekündigt, was ich mit dem machen werde. Und auch wenn ihr noch nicht darüber mitentscheiden durftet, habe ich jetzt mittlerweile nochmal 2 Stunden drüber nachgedacht. Das ist, so lange ist die letzte Aufnahme her und deswegen mache ich das jetzt. Leroy wird verliehen. Zumindest in meinen Augen. Aber nicht für ein Jahr, sondern... Ja, doch, für ein Jahr, sagen wir es immer. Und dann geht's mit Top 11 gegen Hull. Die haben zuletzt unentschieden gespielt gegen West Ham und gegen Tottenham. 2 starke Gegner gegen Crystal Palace. Nur 1-2 verloren. Die sind ja bekanntermaßen Zweiter in der Liga, wie auch immer die das geschafft haben mit Dancing Part You. Und das will ich natürlich nicht sehen. Sané verschießt einen Elfmeter nach 3 Minuten. Aber Sané macht das... Sané hat trotzdem getroffen. Also... Vielleicht will er sich doch jetzt irgendwie noch rausrennen, aber wie gesagt, ich kann nicht mit ihm spielen. Das bringt nicht viel, wenn er da so gut spielt, wie er will. Das, ach du meine Güte, nein. Also ich bitte euch, Freunde, das ist Hull City. Ich weiß, es ist bei denen zu Hause, aber ihr könnt doch nicht. Oh. Jetzt sind wir in einer Krise mal wieder, ne? Super. Wir haben nur noch 2 Punkte Vorsprung und jetzt geht's gegen Liverpool. Ein Gegner, der gegen Top-Teams normalerweise auch immer selbst zu Top-Form aufläuft. Ich bin da nicht sonderlich begeistert von. Ich trainiere mal Jimenez anstelle von Stones, weil Stones ja momentan spielt und Jimenez halt nicht. Haben übrigens beide das gleiche Potenzial, wie auch in der letzten Episode gesagt. Training ist durchwachsen. Wir hatten hier noch ein paar Scout-Abschlussberichte und ein monatliches Scouting-Update. Das gucken wir uns natürlich zunächst mal an. McConnolly, das ist der interessanteste. Ansonsten kannst du die eigentlich leider Gottes alle in Müll werfen. Ich werde McConnolly mal weiter beobachten. Was ich gerade auf jeden Fall gesehen habe, hat mir nicht gefallen, denn das war leider Gottes, dass wir gegen Burnley bereits 2 Tage nach dem Spiel gegen Liverpool spielen. Und das ist ein bisschen suboptimal, weil wir halt momentan nicht alle fit haben. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Spiel gegen Liverpool. Mit welcher Elf? Naja, das ist zumindest die aktuelle. Ob wir damit spielen? Ihr werdet sehen. Rein geht's, auf geht's. Trainerduell in the Cop. Liverpool gegen Manchester City und genauso MGT gegen Jürgen Klopp. Was für ein Duell, ein Unikum in der Barclays Premier League. In der englischen Liga hat es bisher noch kein deutsches Manager-Duell gegeben. Nicht auf diesem Level, nicht von dieser Klasse, aber heute war es soweit. Und es war ein Spiel unter super Vorzeichen. Loris Karius gegen Ilkay Gündoğan, Roberto Firmino, der bisher Beste bei Liverpool gegen Sergio Kun Agüero, den bisherigen Top-Torjäger von Manchester City. Die Fans erwarteten bei schlechtem englischem regnerischem Wetter in Liverpool eine wunderbare Partie. Und die sollte es geben zwischen dem Tabellenersten, der momentan ein bisschen Krise zuletzt gegen Arsenal und auch gegen Chelsea nicht sonderlich gut ausgesehen hat. Allerdings natürlich vor allem wichtig für Jürgen Klopp und seine Reds, denn momentan ist nicht mal die erste Tabellenhälfte in Sicht und das muss natürlich geändert werden. Ansonsten wird es langsam aber sicher eng für den ehemaligen Trainer der Dortmunder
Liverpool. Aufgestellt mit Karius, Klein, Sarko, Klavan, Moreno, Leiva, Özyakub, Gonalon, Mané, Firmino und Coutinho. Das heißt unter anderem der ehemalige Bundesliga-Star des FC Augsburg, Ragnar Klavan, der ist in der Innenverteidigung. Shinji Kagawa, ein weiterer ehemaliger Dortmunder auf der Bank. Das heißt, alles war angerichtet für ein richtig schönes Wiedersehen einiger Bundesligaspieler. Denn auch bei Manchester City standen einige auf dem Platz und wir gucken uns die Startaufstellung von MGT, die er hier ins Rennen schicken wollte, um die nächsten drei Punkte einzufahren, einfach mal an. Im Tor wieder Geronimo Rulli davor, Kimmich, Varane, Kompany und Juan Bernat. Dann Sergio Busquets auf der 6, De Bruyne, Yaya Touré und vorne drin, Überraschung, Überraschung, Sergio Kun Agüero auf der Außenbahn, Kelechi, Iheanacho in der Mitte und auf der anderen Außenbahn, Raheem Sterling, dem geschuldet, dass Iheanacho von Anfang an spielen sollte und Agüero ihm den Platz wegnahm und dementsprechend, da Agüero, der ein bisschen technisch versiertere Spieler ist, sollte er ein bisschen auf die Außenbahn rausrücken. Allerdings, das Spiel übrigens unter der Leitung von Roger, ist das Ganze nicht sowas von den Stein gemeißelt. Er hätte sich theoretisch in die Mitte verschieben können, der Agüero. Zuerst einmal war es aber Liverpool, die hier gefährlich vor das Tor kam. Erste dicke Gelegenheit nach gerade mal 3 Minuten, da war fast der Führungstreffer für die Reds, die aber in der Folge in Gang zurückschalteten und langsam konnte City sich ein bisschen in Richtung des Tores verschieben. Der ehemalige Liverpooler Sterling hat die erste dicke Gelegenheit, aber Loris Karius ohne großes Problem gegen den englischen Nationalspieler. Trotzdem war das die Andeutung des Offensivpotenzials von City, die hier direkt wieder den Ball eroberten und wieder in die Offensive gehen konnten. Das ist Sergio Busquets auf Kevin De Bruyne, raus auf Sergio Kun Agüero, der wie gesagt auf der Außenbahn agierte. Die Flanke war noch nicht so gefährlich, aber Sterling macht den Ball nochmal scharf, bringt ihn in die Mitte und Loris Karius pflückt den souverän aus der Luft. Es war ein abwechslungsreiches Spiel in The Kop. Ja, war die Stimmung sehr, sehr gut. Und Liverpool sorgte dafür, dass das erstmal so blieb. Das ist Lucas Leiva, der Brasilianer versucht hier mal. Allerdings ist der wahrlich kein Torjäger. Dementsprechend blieb es beim 0:0. Und dann wieder City-Balleroberung in der Offensive. Das Ganze war schön gespielt. Kelechi, Iheanacho, Ball in den Rückraum. Yaya Touré, Sterling abgeblockt. Die gefährlicheren Schüsse aufs Tor, beziehungsweise in Richtung des Tores, brachte wieder einmal Liverpool City noch nicht so mit den wirklich gefährlichen Schüssen, aber mit den besseren Offensivaktionen und vor allem der besseren Struktur. Defensiv standen sie ab und zu mal ein bisschen unsicher, aber wenn sie den Ball eroberten, dann ging es meistens relativ schnell und relativ gut nach vorne. Und im Notfall hatten sie immer noch Geronimo Rulli. Hier ist Ozan Özyakub auf Firmino. Das Ding war knapp, aber Rulli musste nicht eingreifen. Bisher noch nicht eine Parade durch ihn. Und auf der anderen Seite gab es einen Freistoß. Agüero mit seinem Tempo auf der Außenbahn zu schnell. Für Maxime Gonalon, den neuen Kapitän des FC Liverpool, der hierfür auch die gelbe Karte bekommt nach knapp 39 Minuten. Roger ist erbarmungslos, war aber auch gerechtfertigt, weil Agüero wäre durch gewesen in Richtung Grundlinie. Es gab einen Freistoß und De Bruyne ist ein Spezialist. Allerdings die Lufthoheit eigentlich auf Seiten von Liverpool. Warum eigentlich? Deswegen Sergio Kun Agüero 1:0. 40. Minute, die Führung für die Citizens. Die ging in Ordnung, kam aber wie gesagt aus dem Nichts, denn die Lufthoheit eigentlich eindeutig bei Liverpool. Sergio Kun Agüero, nur 1,72 groß. Er hat gewisse Qualitäten in der Luft, aber normalerweise darf dieses Duell niemals verloren werden von, ja richtig, wieder dem ehemaligen Augsburger Ragnar Klavan, der da ganz, ganz alt aussieht gegen den Argentinier, der sein 11. Saisontor macht. Absolut geniale Quote, die er vorzuweisen hat. Es läuft einfach richtig gut für Sergio Kun Agüero. Das 13. Tor war sogar schon. Entschuldigung, habe ich das verwechselt. Kevin De Bruyne verhindert hier die nächste Großchance des FC Liverpool. Anschließende Ecke wieder Ozan Özyakub. Neuzugang übrigens von Beşiktaş Istanbul. Die Flanke kommt interessant in die Mitte, aber City kann das Ganze sogar noch klären und einen Gegenangriff einleiten. Raheem Sterling wird abgeblockt und dann ist Halbzeit. Roger East schickt die beiden Teams allerdings noch nicht in die Kabine. Vorher gab es nämlich noch diese Verletzung. Ragnar Klavan, wir hatten ihn mehrmals erwähnt, fällt auf den Arm, fällt wohl länger aus und musste noch kurz vor der Halbzeit ersetzt werden durch den ehemaligen Bundesliga-Innenverteidiger. Überraschung, Überraschung, Joel Matip, der Ex-Schalke, also jetzt auf dem Platz und danach war aber Halbzeit. Roger East pfiff die Partie nur noch für einige Sekunden. Dann die City-Fans waren auf jeden Fall zufrieden. Sergio Kun Agüero brachte sein Team in Führung und sorgte dafür, dass momentan City wieder ein bisschen Luft bekam an der Tabellenspitze, was natürlich sehr im Sinne der Fans und auch von MGT war. Zweite Halbzeit wurde dann eingeläutet mit einem Wechsel. Jordan Henderson, der etatmäßige Kapitän, kam auf den Platz. Gonalon, gelb verwarnt, ging runter und Liverpool versuchte direkt mal auf den Ausgleich zu drücken und das sah auch gar nicht schlecht aus. Mané mit der ersten dickeren Gelegenheit, aber Geronimo Rulli ohne wirkliche Probleme. Der ehemalige Keeper von Real Sociedad, San Sebastian, leitet sogar gleich den Gegenangriff ein. Iheanacho mit dem Ball auf Raheem Sterling, aber ist keiner mitgelaufen. Aus dem Winkel kann er nicht viel machen. Holt immerhin den Eckball raus. Applaus von den City-Fans und natürlich Buhrufe von den Liverpool-Fans, die ihren ehemaligen linken Flügelspieler hier natürlich nicht sonderlich warmherzig empfingen.
Sergio. Kun Agüero war mittlerweile abgemeldet. Sie hatten ihn auf Außenbahn sicher. Kelechi Iheanacho ab und zu nochmal mit gefährlichen Aktionen, wie hier per diesem Schuss. Allerdings gab es die gefährliche Randchancen auf der anderen Seite. Das war Jordan Henderson. Wieder kein Problem für Rulli. Zu wenig Druck hinter dem Ball. Aber noch war die Partie ja nicht vorbei. Wechsel dann auf beiden Seiten. Sergio Busquets unter anderem ging raus. Thiago kam rein. Und Nolito kam ebenfalls in die Partie für Kelechi Iheanacho. Das heißt nochmal ein bisschen offensives Potenzial. Wir kennen Nolito. Wir wissen, was der für Konterqualität und für Jokerqualität bei Manchester City bisher gezeigt hat in dieser Saison, beziehungsweise seit einem Wechsel von Celta Vigo zu den Citizens. Das war nochmal eine kleinere Chance von Raheem Sterling. Allerdings war das die letzte Offensivaktion, so mehr oder weniger von City. Hier anschließend der Ecke nochmal Kevin De Bruyne und Kompany in der Luft. Der belgische Nationalspieler, der momentane Kapitän, nachdem Busquets vom Platz gegangen war. Das war schon ganz ordentlich, wie er sich hier in die Luft schraubt und den Ball knapp am Tor vorbei. Das ist ja kopfballstark, hat da mal die Lufthoheit, allerdings nicht mit dem 2:0. Und das hätte sich fast noch gerecht, denn Liverpool kam nochmal nach vorne. Coutinho, das Ganze kann nicht richtig geklärt werden. Der Schussversuch nochmal abgeblockt, aber immer noch nicht vorbei. Und Matip muss das Ding reinmachen. Hat quasi ein leeres Tor vor sich aus 5 Metern, köpft diesen Ball aber daneben. Und immer noch nicht, ja, war Schluss. Coutinho nochmal auf der Außenbahn, das wird nochmal gefährlich, das kann ich ankündigen. Schöner Schussversuch, Geronimo Rulli hat diesen Ball, aber es gab nochmal Eckball, reingebracht von Sadio Mané, der Senegalese, mit der Flanke in die Mitte und es sollte gefährlich werden. Erstmal abgewehrt, wieder schlecht geklärt, Lucas Leiva nochmal mit dem Ball in die Mitte gespielt, da kommt Sadio Mané, der auf Matip und das Ding ist auf der Linie, wird geklärt, nochmal Lucas Leiva, nochmal die Schusschance für Shinji Kagawa, nochmal Rulli und Kimmich kann das Ding nach vorne hauen und dann ist Schluss. Was für ein Drama in der Nachspielzeit. Liverpool schafft es nicht zu gewinnen, City gewinnt mit 1:0 im Endeffekt glücklich nach dieser zweiten Halbzeit gegen Jürgen Klopp. Die beiden deutschen Trainer schütteln sich, die haben das glücklichere Ende für den Tabellenführer. Für Klopp wird es eng, weil Liverpool, die weiterhin in der unteren Tabellenhälfte festgenagelt sind. Und City baut die Tabellenführung zumindest ein bisschen aus und kommt ein bisschen aus der Krise. Und dank wen? Natürlich dank Sergio Kun Agüero. 1:0 Sieg, wieder ein Tor des Argentiniers. Bei ihm läuft es und bei City auch besser zumindest als bei Liverpool. Oh, alter Schwede, war das ein Herzschlagfinale. Ich bin froh, dass wir Rulli haben. Fernandinho würde jetzt auch gerne wechseln. Wir sind in der Transferphase. Das heißt, wenn dazu noch Touré weg ist nächsten Sommer, weil er das Vertragsangebot nicht annehmen sollte, dann müssen wir uns was überlegen. Da brauchen wir nämlich mehrere. Aber wir haben ja auch diesen Nachwuchsspieler immerhin schon mal. Und Sané steigt auf 82. Na, wenn das nicht, wenn das kein Argument für eine Leihe ist. Ich finde es leider echt schade, dass Nolito mittlerweile schon wieder so gesunken ist. Runter auf 82. Der war am Anfang mal auf 84. Mittlerweile leider Gottes, wie gerade eben halt angesprochen, nur noch auf einer 82. Was relativ belastend ist, aber kann ich jetzt nun mal nichts machen. Wir müssen übrigens mal total rotieren, unter anderem wird halt eben Fernandinho spielen, einfach weil wir keine Spieler haben, ja, die sind alle nicht fit, weil alle gerade erst gespielt haben. Die routinierte Innenverteidigung hat relativ gut funktioniert, muss ich sagen, und ansonsten bin ich auch relativ zufrieden eigentlich mit dem Spiel gegen Liverpool. Offensiv muss noch ein bisschen was passieren, aber wir sind momentan in der Findungsphase, sage ich einfach mal. Und als Tabellenführer muss das auch mal zwischendurch sein. Wir sind momentan immer noch mit 2 Punkten Vorsprung. Und jetzt geht's zu Hause gegen Burnley. Die haben zuletzt gegen Sunderland und Middlesbrough und Tottenham nicht gewonnen. Gegen Sunderland, also normalerweise, wenn sie gegen Sunderland Unterschiede spielen, müssen wir gegen die gewinnen. Müssen wir sowieso. Nolito heute als Stürmer. Ist auch mal eine interessante Variante. Kann er aber normalerweise. Tore schießen ist eine seiner Spezialitäten. Der hat einen guten Schuss. Grillitsch spielt übrigens bei Burnley im Mittelfeld. Und offenbar ist unsere B11 nicht sonderlich gut drauf, denn bisher passiert... Gott sei Dank. Nolito kann, wie gesagt, Tore schießen. Wir sind auf 0, aber wir müssen gewinnen. Also wir können eigentlich nicht unentschieden spielen. Nicht gegen Burnley. Nicht zu Hause. Nicht gegen Burnley. Nicht zu Hause gegen Burnley. Oh Gott. Ihr sagt nur, wisst ihr, du kannst auch mit B11 simulieren. Ja, das sehe ich. Gegen Burnley zu Hause unentschieden, ey. Ich fasse das nicht. Wir gucken jetzt einmal, was ich geplant habe an Transfers, ja. Also, was meine Wunschspieler sind, beziehungsweise was ich mir so gedacht habe. Und zwar, da haben wir einmal Fabinho. Zentrales Mittelfeld, wie gesagt, da brauchen wir was. Kovalenko, der kommt eigentlich sowieso zu City. Den werde ich auf jeden Fall holen. Das Ding ist, ich verstehe gar nicht, warum der nicht da ist. Normalerweise müsste der kommen. Genauso wie Gabriel, ja. Gabriel werde ich auch auf jeden Fall holen. Und dazu überlege ich jetzt gerade, wen ich noch hole auf dem Flügel, weil wir werden Nolito wahrscheinlich im Sommer oder so abgeben. Dazu möchte ich noch einen Stürmer holen, wobei Gabriel halt so gesehen der Stürmer ist, den ich angesprochen hatte. Aber das sind die beiden, die ich mir gedacht habe. Tammy Abraham und Alain Saint-Maximin sind beide recht gut. Saint-Maximin eher noch ein bisschen flexibler auf den Außen. Tammy Abraham eher so der
ja, quasi geforced Striker, Eureka. Stürmer vorne mit 1,90 Körpergröße. Ich werde bei dem einfach mal, 3 Millionen bieten. Das ist bei welchem Verein? Bristol City, glaube ich. Sollte das möglich sein. Da hätten wir die beiden Positionen schon mal abgeschlossen. Zentrales Mittelfeld. Werden wir Fabinho dazu noch versuchen zu bekommen. Wie gerade angesprochen, der Kollege Touré wird uns wahrscheinlich verlassen. Genauso wie Fernandinho. Und Fabinho ist ein Spieler, der zentrales Mittelfeld spielen kann. Genau wie Kimmich, aber auch Rechtsverteidiger. Also flexibel mit ordentlich Potenzial ausgestattet. Und dazu habe ich mir 3 Flügelspieler rausgesucht. Und zwar Samu Castillejo. 21 Jahre alt, schnell unterwegs, gutes Flankenspiel. Dazu Forster-Skills, gute Ballkontrolle, gutes Dribbling. Yannick Ferreira-Carrasco. Ähnliche Attribute auf jeden Fall. Dazu nochmal ein Stückchen schneller als Castillejo. Und dann haben wir noch Jesus Corona, der ist nicht ganz so schnell, aber der hat dafür extrem gutes Dribbling. Ist noch nicht fertig gescoutet, deswegen werde ich bei dem noch nicht bieten, aber bei Carrasco und Castillejo auf jeden Fall mal. Da bin ich gespannt, wen von den beiden wir bekommen werden. Ich habe gesagt, es lohnt sich auf Twitter vorbeizuschauen. Ihr solltet das auf jeden Fall auch in Zukunft machen, ja, abchecken, weil es kann immer sein, dass ich da mal frage, wen ihr gerne haben wolltet. In dem Fall jetzt lasse ich euch noch so ein bisschen mitentscheiden. Ich werde unter die Episode, die gestern kam, wenn ich das wirklich täglich hochlade, die letzte Episode, werde ich drunter geschrieben haben, ein Strawpoll-Link zu den Links und wer das gelesen hat, hat Glück gehabt. In Zukunft werde ich es immer auf Twitter machen. Das heißt, folgt auf Twitter oder auf Instagram. Also folgt auf Twitter und Instagram, am besten auf Facebook. Und dann sind wir da auf einer relativ sicheren Seite. Bei Castillejo machen wir jetzt auch nochmal direkt ein Angebot über 20 Millionen, also Marktwert. Und schauen wir, was Villarreal dazu sagt. Und bei Jesus Corona warte ich noch, obwohl können wir ja auch schon ein Angebot machen, weil wir haben die 23,5, die da angestrebt sind. Ist 23 Jahre alt, also schon ein bisschen älter. Hat nicht ganz so viel Potenzial, aber ist eigentlich auch relativ cool, finde ich. Und so viel zu diesem Thema. Und jetzt gehen wir mal weiter. 9 Nachrichten im Posteingang. Unter anderem möchte Kelechi Iheanacho über sein Gehalt sprechen. Und wenn wir gerade bei der Stürmerfrage sind, können wir sagen, dass Max verpeilt ist. Es gibt diesen Gabriel gar nicht in Ultimate Team. Also können wir das vergessen. Gabriel Jesus gibt nur den, oder was heißt Ultimate Team? Karrieremodus. Es gibt Gabriel Barbosa von Inter, aber nicht Gabriel Jesus, der zu City wechselt im Winter. Naja, was willst du machen? Aber Kovalenko holen wir uns trotzdem. Über das Gehalt von Iheanacho sprechen wir gleich. Gündogan sagt, er könnte spielen. Und wir gucken uns die anderen Mails mal an. Das sieht alles nicht sonderlich positiv aus. 37,5 Millionen für Castillejo. Dazu 52 Millionen für Carrasco. 32 Millionen für Fabinho. Und immerhin nur 12,5 für Kovalenko. Das ist das Realistischste. Und da werden wir mal auf 10 hochgehen. Normalerweise sollten wir den bekommen. Bei den anderen, vielleicht sollten wir uns auf einen Flügelspieler erst im Sommer konzentrieren. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil dann haben wir natürlich richtig Asche und dann können wir halt, in Realität hat halt der Kollege Carrasco eine extrem hohe Ausstiegsklausel, dann könnten wir sozusagen halbwegs realistisch handeln, aber das geht im Karrieremodus sowieso nicht immer. Und jetzt haben wir Angebote für KDB und José María Jiménez. Das ist schon mal ein erst angenehmes Angebot. Barcelona 91 Millionen für De Bruyne, den ich aber nicht verkaufen werde. Und ja, ein direkter Konkurrent möchte José María Jiménez haben, der bei uns ja nicht zwingender Stammspieler ist. Aber 41 ist da deutlich zu wenig. Der Kollege wurde zumindest abgeworben und zwar zu Genua. Aber jetzt haben wir hier Archie Bennett. Sieht an sich nicht schlecht aus, wirkt relativ schnell. Verpflichte ich einfach mal auf Verdacht, dass er eventuell gut werden wird. Und Porto hat das Angebot für Jesus Corona ebenfalls abgelehnt. Das haben wir gerade schon, der wurde gerade fertig gescoutet. Ein 80er Rating hat gute Werte, aber natürlich ist Porto, Visa steht auf der Position, unterbesetzt. Passenderweise dürfen wir doch noch im Pokal dran, gegen Fulham im Emirates FA Cup. Und aufgrund der Protestaktion von mir initiiert gegen die Simulation FIFA 17 Spiele mit A11, es ist nur Fulham, es ist ein Zweitligist und wir spielen mit Spielern wie Varane, Aguero, De Bruyne, Busquets, alle sind Weltklasse, die wir da drin haben. Der Einzige, der vielleicht noch nicht ganz Weltklasse ist, sondern auf dem Weg dahin ist Kimmich. Also wir dürfen das niemals verlieren. Wenn wir einen Funken Restrealität in FIFA haben, dürfen wir das auf keinen Fall verlieren. Und nach 45 Minuten steht es 0:0. Sterling macht Gott sei Dank den Führungstreffer. Sigurdsson verletzt sich, das ist nicht schön. Spielt mir aber vielleicht ein bisschen in die Karten. Können wir vielleicht das 2:1 machen? Das 2:0 machen. Okay, wir spielen 1:0. Das ist voll wenig, aber es reicht mir. Aguero auf dem rechten Flügel könnte übrigens eine partielle Dauerlösung werden, wenn wir erstmal keinen weiteren Offensivspieler verpflichten. Oh nein, 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 das ist ein englischer Stürmer, das ist ein englischer Stürmer, der ist 1,90 groß, der hat genau das, was uns fehlt. Wir können den nicht zu wem? Zu Burnley? Ich weiß nicht wohin, aber wir können ihn nicht weg, nein. Ach, ist das hier alles gerade belastend, es läuft echt nicht ideal in diesem Karrieremodus, das Training ist aber in Ordnung auf jeden Fall. Oh, wieder 9 Nachrichten. Wir haben keine Nachrichten mehr von
Bristol City, ich glaube, er ist weg. Und die haben 24 Millionen geboten und die haben 10,5 geboten. Das läuft hier echt beschissen. Chelsea bietet 60 Millionen für Maria da Jimenez. Nee, auch Villarreal lässt absolut nicht locker. Ganz zu schweigen von Atletico. Und Monaco ist irgendwie auch nicht einsichtig und hat auch ein anderes Angebot anscheinend angenommen. Boah, was ist das für eine Transferphase? Es klappt hier ja wirklich gar nichts. Die wollen 44 Millionen für Corona. Yay, Bristol City hat Gott sei Dank doch noch nicht den verkauft. Das wäre auch wirklich eine Farce gewesen. Ich hätte fast angefangen zu weinen sonst, weil den möchte ich unbedingt haben. Ah, Fabinho bekommen wir aber nicht, weil der geht zu Wolfsburg. Welchen zentralen Mittelfeldspieler sollen wir kaufen? Ich werde es auch fragen in den Kommentaren. Jetzt kommen die mit dem Angebot für Varane. Das sind ja lächerliche Gestalten. Und da haben wir Gott sei Dank, was wir wollten. Humphreys Grant wird ausgeliehen an Millwall für ein Jahr. Entwickel dich, mein Junge. Und jetzt hat Gott sei Dank auch Schachter angenommen. Das heißt, auch den Kovalenko, der ja eigentlich sowieso zu City kommen wird, wird auch uns beehren als absoluter Rotationsspieler. 42 Millionen für Carrasco. Und ich habe mich gerade entschieden, ihr braucht erstmal doch keine zentralen Mittelfeldspielerangebote zu machen, weil es könnte ja durchaus sein, dass Touré bleibt doch noch, wenn er den Vertrag annimmt, den ich ihm geboten habe mit Rotationsspieler, was er anscheinend nicht, der hat nicht mehr darauf reagiert. Wahrscheinlich wieder, weil er keinen Kuchen dazu bekommen hat oder sowas. Doch, hat es. Oh, er hat sogar angenommen. Zurück kann mitbekommen. Okay, Touré bleibt also dementsprechend. Und wenn Fernandinho geht, ja gut. Dann haben wir immer noch genug Spieler. Also Zentrale ist kein Problem. Und sonst bessern wir da im Sommer nach. Machen wir jetzt erstmal nichts. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Flügel. Was habe ich getan? Warum lerne ich auch nicht? Warum lehne ich nicht Angebote einfach mal ab? Fuck. Ja, da gibt es ja jetzt nur eine logische Konsequenz, ne? Dann komm mal her, Herr Nationalnachbar. Ich fass das nicht. Was ist das für eine Episode? Erst klappt nichts, dann klappt teilweise was. Und jetzt geht Varane auf 87, aber wird uns wohl verlassen. Zu Chelsea, einem Liga-Konkurrenten. Ich weiß, ich bin blöd. Es gibt immerhin noch eine gute Nachricht. Tammy Abraham hat akzeptiert, das heißt, wir haben einen neuen Stürmer. Und der mit 1970 ist ein bisschen mehr in die Richtung Iheanacho, leider nur 2 Sterne Skills und 3 Sterne Weakfoot. Aber er ist groß, er ist relativ schnell unterwegs, er hat eine gute Kopfballpräzision, wie sieht es mit der Sprungkraft aus? 73, mehr so der physische, das ist ganz gut eigentlich. Trotzdem, Varane. So, Viktor Kovalenko, unseren zentralen Mittelfeldspieler, holen wir jetzt auch mal für 12 Millionen. Und des Weiteren hat dann, okay, Atletico Madrid abgelehnt, die 42, die ich geboten habe, für Ferreira Carrasco, glaube ich, nochmal 45. Aber, und deswegen steht auch der Link dann in der letzten Episode drin, mal sehen, was ihr entschieden habt, Castillejo, die hätten angenommen. Also Villarreal würde sagen, okay, Castillejo könnte er haben, ist ein Spanier, passt vielleicht ganz gut zu City, passt vielleicht ganz gut zu Pep, den wir ja verkörpern. Ja, und dann war es das von dieser Episode, weil jetzt beende ich das. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Ich hoffe, wir können irgendwie den Verlust von gegebenenfalls Varane kompensieren. Ich hoffe, dass die Verhandlungen einfach scheitern zwischen ihm und Chelsea. Ansonsten gibt es einen Nationalverteidiger für uns. Und ja, das war es dann von diesem Video. Checkt die Links in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes vielleicht. Und ciao.